Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Fight. Diesmal mit WWE 2K20. Wie immer dabei ist der Money Hi. und ich, der Shadow. Genau, ich lade, beziehungsweise ich wähle erstmal meinen Charakter aus. Wir dachten uns, das Spiel wäre heute doch passend, weil heute WrestleMania ist. Also. Okay, was heißt heute? Heute Nacht. Ja, um 1 Uhr früh. Ah, komm. Ich meine, wenn WrestleMania schon geschlossen stattfindet. Yep. Dann können wir auch direkt noch ein paar WrestleMania-Matches spielen. Na, komm. Wo ist er denn? Please hold the line. Bitte bleiben So Sie am jetzt. Apparat. Dann lade ich dich mal ein. Wo bist du? Da. Ach, du bist offline gestellt, so kann ich dich nicht einladen. Well. Ich sollte uns Dann, beide vielleicht erstmal wieder da online habe ich es stellen. einmal gemerkt, mich offline zu stellen bei einer Aufnahme. So. Einladung geht raus. Einladung ist angekommen. Genau, und als erstes dachte ich mir, beten vielleicht das, ja, das Match zwischen Roman Reigns und Goldberg nach. Ich glaube zwar nicht, dass es wirklich ein Hell in a Cell ist, aber ich dachte, machen wir mal Hell in a Cell. Herr Goldberg muss man sich kaufen. Echt jetzt? Ja. Warte, ich glaube, ich habe Goldberg. Ja, mach du Roman Reigns schnell. Fuck. Ja, damit. Egal. Ich finde es so leicht doof, dass da die Zeit gibt. Ja, es ist wirklich ein bisschen komisch. Ich meine, Stress bei der Charakterauswahl. Oh Gott, ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Gulag. Leckt bei dir auch hart gerade? Ziemlich. It was easy to call it picnic in the park or something. But your point is well taken, Byron. Victory must be won inside the ring, and anything not nailed to the ground can be used as a weapon. This is where the dark forces of evil are unleashed. This is going to be big. Got the arm. Oh my goodness, crushing it. Goldberg got him there. Und komm mal wieder hoch die Beine und runter mit dir. Big reversal. That was unexpected. And he's out of there in the nick of time. And he's heading back in. Boom, what impact. Lost in the corner right now. Shoulder right to the midsection. Corey, how does a competitor reduce the chances of being seriously injured inside the cell? Make sure you're the one dishing out the punishment. Superstars gotta develop a mastery of using the cell to their advantage. Everything can serve as a weapon to aid you in your opponent's demise. Weapons, of course, are legal in this match, but introducing one can also become a detriment to yourself. Was ist gerade irgendwie nicht mit Reversals, oder? Ja, Legs und Reversals beißen sich etwas. Ja, hab's eben auch gemerkt. Even when faced with his release in 2014, McIntyre said he'd be back, and that's exactly what happened. And a lesser man would have felt sorry for himself and blamed others, but Drew traveled the globe and honed his devastating craft. Oh je. That will be pain. Oh. Overhead, belly to belly.
Erstmal einen Schiri schubsen. Not only was he true to his word, but he came back even more ferocious than I think anyone has ever seen. McIntyre's newfound brutality. Find's echt komisch, wie die Hammer nutzen. Au. Quite frankly, I love it. Och nö. Au. This match grinded him down a little. He had to be prepared to take some damage tonight. Au. Hi. Foot just stomping down. There is so much on the line in this one, and like they said, on any given night, anything can happen here in WWE. Muss halt auch erstmal durch seinen Finish, durch seinen Signature gerade mal durchkommen, beziehungsweise durchsteigen. Das ist halt immer so die Spitzligste eigentlich. McIntyre tying up the legs. Face first. Good night. Der tat weh. Yep. Au. Na komm schon, komm hoch, alter Mann. Au. Das hat nichts mit Hochkommen zu tun. Is starting to fade. Things are not looking good for him right now. Goldberg with a spear! Off into the pin. Two. It's gonna take a lot for him to keep him down. Gonna take more than that. Here is Goldberg in position now. Legs. Yep. This is cool. This. The ten. Goldberg. Setting him up. Here it comes, Byron. We're gonna see it. We're gonna see it. We're gonna see that. Down with the jackhammer. The end is in view. There may be no coming back from that slam, Cole. McIntyre still in this. Konzentration ist da. Ja. What's next? Here we go. Der war massiv. Der sah schmerzhaft aus, ja. Nope. Ich glaube, Goldberg ist wirklich einer, von dem wir jetzt nicht gesplashed werden. Nope. Es ist auch ungewöhnlich, dass der aufs dritte Seil geht. Ah, das sah schmerzhaft aus. Das sah echt schmerzhaft aus. Knie im Bauch. Oh, komm, müssen wir da unten hin und her tauschen. Sagt er und wechselt nochmal. Oh. Hat nur einen Reversal gemacht, Alter. This has become a monumental struggle for these competitors. It is down to who still has the energy, the resolve to put the pedal to the metal. Is it enough? Two count. Near fall in this matchup here. Nope. He's still in this. Du hast immer noch den Hammer rumliegen. Ja. Kann es sein, dass du jetzt gerade durchgehend nur Finisher machst? Nee, aber man kann immer erst einen Signature, also wenn man einen Signature macht, kann man direkt dann auf den Finisher ansetzen. Jawohl. Ja, nach dem vierten Finisher und dritten Signature. Ja. Aber hast dich gut gehalten. Ja, teilweise ist halt ungewohnt, beziehungsweise ich persönlich finde es auch ein bisschen doof, dass das Ding sich unterm Pin verschiebt. Ja, gell. Ja gut, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück und eine neue Lobby aufmachen. Ja, man kennt das Problem. Ja.
Ich hoffe, dass das. Also ich hoffe echt mal, dass sie das irgendwann mal fixen. Nochmal schnell die richtige Map auswählen. Welches Match hättest du gerne als nächstes? Ich glaube, Tag Team wäre auch lustig. Das ist jetzt, Tag Team können wir nicht machen, wir sind nur zu, nur zu zweit. Da braucht man vier Leute. Ah. Naja, bleiben wir bei 1v1, oder? Ja, müssen wir. Aber welches Matchup hättest du gerne, mein Freund? Nein. Hast du John Cena, weißt du das? Ich habe mir kein Charakter gekauft. Ja, nee, ich weiß nicht, ob man John Cena kaufen muss. Vermutlich, ich meine, wir reden hier von John Cena. Na gut, warte. Edge muss man sich kaufen. Das heißt, das Match können wir auch nicht machen. Aber wir könnten. Ich nehme John Cena und du Bray Wyatt. Das können wir machen. Aber ich schau mal nach. Nee, John Cena ist eigentlich frei. Dann willst du John Cena oder Bray Wyatt? Ja, Bray Wyatt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich würde eigentlich auch lieber Bray Wyatt nehmen, aber okay. Ich glaube, keiner von uns beiden mag John Cena, ne? Ich meine, er war früher mal so halbwegs cool, aber jetzt ist es halt nur noch übertrieben. Er ist overused. Er hat eine Gesamtwertung von 89. Für was? Für das, dass er mal vor 5 Jahren okay war. Nee, die Gesamtwertung ist ja wegen den Attributen, also wegen den Fähigkeiten. Ich weiß, Stärke, trotzdem ja. Ist 89 schon ziemlich zu viel. Wenn du denkst, so ein Goldberg hat 90 und Goldberg ist Legendenstatus. Ich glaube, Roman Reigns, bevor ich ihn angepasst habe auf meine Verhältnisse, hatte glaube ich 91 oder 92. Der ist momentan auch sehr stark unterwegs. Weißt du, so ein Brock Lesnar, wo wir eigentlich alle wissen, dass das ein richtiges Biest ist. Ja, der müsste eigentlich fast 100 haben. Der hat 93. Ja. Ja, kommst du rein? Ach, hast mir wieder die Einladung geschickt. Ich hab dich eingeladen, ja. Ja, ich habe alle Meldungen ausgeschaltet. Oh. War schon wegen den Aufnahmen. Ja. Ist halt ab und zu klüger. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wenn man in der Aufnahme. Doch, sieht man. So. Wo ist denn jetzt Wyatt? Leider nicht der Fiend Wyatt. Den müsste man sich kaufen, aber ich glaube auch, das geht auch noch mit dem DLC. Ich muss sagen, ich finde Wyatt eigentlich auch ein interessanter Charakter. Ich mag ihn, auch wenn er ein bisschen gruselig ist. Das ist es ja. Er ist gruselig. Ich meine, damals schon mit der Wyatt Family. Und ich mochte sein, und ich mag sein altes Intro, also den Song. One of WWE's longest tenured veterans, but he's still got plenty left in the tank. I agree with you, Byron. There's a reason they call the guy Big Match John. Hits him with a gut-wrench suplex. What impact! Okay, was war das für ein Move? Einfach mal hochheben und umdrehen? Das war einfach X losgehalten, X gehalten. Oh, what a forearm! Lightning fast reflexes. Oh. Look at this, Bray Wyatt.
doing some good work here. Au. Now look at this aggression, just pure brutality. Come on, easy. Back into the ring. Kick right to the midsection. Oh, what a right! Man, that's some attitude behind it. Ow. Nothing fancy there. I know Bray Wyatt loves to take control of the match. Will he be able to do that here? Well, Michael, I think we'll be seeing him take the fight wherever he wants, whether that's in the ring or outside of it. Or outside the arena. Bray Wyatt has a history of luring superstars to places where the advantage is his alone. Escapes in a nick of time. I'm the eater of worlds. And up the turnbuckle goes Cena. Okay. I wonder if John Cena knew his career would change forever when he put on a rapper costume for SmackDown's Halloween party in 2002. But nope. He showed he can spit rhymes, and it worked to get the attention of his opponents. So the Doctor of Thugonomics was born. I can see you. Kick right to the midsection. Oh, Corey, he unloaded there. Oh, what a forearm. Bray Wyatt on the defensive. It's nothing he hasn't been through before. Oh, look at the... That was key. Jo. Och nö. Das sieht schmerzhaft aus. Das sieht schmerzhaft aus. Au. Der ging in die Eier. Nice takeover by Wyatt. Oh, look at this aggression, just pure brutality. Come on, easy. Just a scary pattern of moves from Bray Wyatt. Wyatt getting some serious tail here. Was war das für ein Kopf? Vater sagt ja immer, benutzt deinen Kopf. So war das nicht gemeint. Sicher? Nope. Hey. Ah, Junge. And now Bray Wyatt pushing forward. Ooh, what impact. Here comes Bray Wyatt. Senton. John Cena is in a bad way, guys. He won't quit, but it might be better if he did. If anyone can make a big comeback, you know it's John Cena. Big punch finds its mark. Hit the mark with that one. Du und deine Turnschuhe. Ja. John Cena is just so electric. And it's Wyatt executing the reversal. Oh, Corey, he unloaded there. Yeah, well. Ow. What a punch that was. You know, we can stay here, guys. Overhand right lands. Santa with a springboard stunner. Are you kidding nope. me? Fuck this shit out. Das Witzige ist, sobald du wieder reinkommst. Attitude Adjustment. Ja. Yep. Jawohl. John Cena wins. Big man John strikes again. Naja. So, was will man gegen den Meme Lord machen? Ja. Das ist ja teilweise echt overused. Schon vor ein paar Jahren. Mhm. Gut, ich mochte sein Intro von Anfang an nicht. Ich fand das einfach nur nervig. Ich sag's ja, früher ging's, aber mittlerweile ist es so.
Nö. Nein, einfach nein. Es ging auch früher nicht gefühlt. Und gerade so dieses Image als so der gute amerikanische Nachbar. Mhm. Und er ist halt echt sowas von verrückt einfach. Aber machen wir doch mal Brock Lesnar gegen Drew McIntyre. Und ich weiß, welchen du spielen willst. Sicher? Ja. Ich weiß, mal so, ich find beide recht cool. Ja, aber ich weiß, dass du lieber Drew McIntyre spielst, also. Der schottische Psychopath. Mit seinem Claymore-Kick. What I want to be. Alter, ich glaube, wenn diese Kick ein normaler Mensch trifft, du brauchst deinen Kopf nicht mehr suchen. Nee. Bin echt gespannt, wie das Match ausgeht. Ich meine, ich würde McIntyre halt sowas von gönnen. Aber Manni, ich stimme dir zu. Wir brauchen wirklich so eine Fußmatte. Ja. Ding ist nur, wie macht man es dann mit der Bezahlung? Legt man die dann auch schon unten drunter? IFA-Service, bei denen man online zahlt, halt mit, also mit PayPal zum Beispiel. Könnte auch sein. It's extreme folks, and the action can leave you speechless. Corey, how does the competitor adjust to this brutality? Ja, gut. Well, the main thing is to remember that anything oh, nö. You can imagine is within oh, the rules. Och nö. Au. And that goes for extreme zugeben ab mit Bulli, so liebe Kinder. But anyway, the pin or submission och nö, nicht schon wieder. Brutal face buster. Musst du mich so viel tragen? Double axe handle smash, stomping. Kannst auch mit der Kopfnuss machen. Oh nö. Au. Nope. Und einmal hoch mit dir. Und wieder runter aufs Knie. Oder auf den Rücken. Soll ich dir jetzt mal was Witziges zeigen? Brock Lesnar von oben. Aber wem tat das mehr weh? Gerade. Ich glaube, allen Zuschauern, die das mit ansehen mussten, mit Brock Lesnar fliegt. Warte, lass mich erstmal freiräumen hier. Nope. Und was ein Reversal von Drew McIntyre. Wow. Now it's Lesnar taking some punishment. Taking on some offense, but he expected as much. Oh, Corey, he unloaded there. Ach so, ein Match ist das. Das ist No Roots, beziehungsweise Extreme Roots. Oh, and it's McIntyre oh. Turning the tables. Whoa, it's another reversal. Lesnar with a well-timed shot. Nope. Ey. Oh. Look at this raw power. Oh nö. Oh nö, schön ich durch den Stuhl. Oh. Oh, schade. Wo willst nope. du hin? This is just gonna be physical. Back to the ring. Okay. Ich bring dir ein Souvenir mit. Ey.
No, 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 no. Ich sagte, ich bring dir ein Souvenir mit. Thousands and thousands of WWE fans in attendance. Each and every one of them. Okay, ich kann dir kein Souvenir mitbringen. Wirft jetzt schon Zuschauer nach mir oder wie? Nein, ich wollte eigentlich dir einen Stuhl mitnehmen. Ich finde schön, dass die direkt erstmal aufstehen hier. Jetzt habe ich dir ein Souvenir mitgebracht. Guckst du? Alles, was Brock Lesnar kann. Halt. Das war nicht der Plan. Au. Au. Look at this raw power. Au. Brock Lesnar definitely in a tough spot now. He's getting beaten up out there, but staying strong. Jetzt weiß ich, wieso du vorhin andauernd verkackt hast. Der Moment, wenn es einfach beim Pin laggt. Ja, beim Pin laggen ist halt echt nicht cool. Mhm. Warte. Was machst du? Das wollte ich machen. Oh, the reversal by Brock Lesnar. Just launched. Oh, look at this. Einfach mal so eine Kopfnuss geben. You've got to wonder how much has been taken out of these superstars thus far. And is there anything left? I just can't get over the physicality of this match. It has been absolutely brutal. What a close line. And here's a cover. Wir haben einen neuen Universal Champion! Hä? Ich hab grad gewonnen. Hä? Nö. Doch. Well, Verbindung. Ich hab nämlich gerade eigentlich gefinished. Und du dann direkt den Pin vorgemacht. Ich bin gerade eben aufgestanden, hab eine Clothesline gemacht und gepinnt. Dieses Spiel. Zurück zu online. Eieiei. Was sagt die Zeit? Schaffen wir noch ein Match? Wart, wo habe ich das Zeiteisen? Auf jeden Fall liegt der Zeiger schon mal in der Kurve. Okay. Selbst meine Digitaluhr, so fortschrittlich bin ich. Zeiteisen sagt weniger als eine Minute. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's leider schon mit dieser Ausgabe von Let's Fight. Wir sehen uns beim nächsten Mal, also nächste Woche. Viel Spaß, wenn ihr euch WrestleMania anschaut. Wir werden es auf jeden Fall tun. Egal ob live oder jetzt hinterher. Bis dann und tschüss. Bye.